Hi meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ein Reading steht an. Wir machen das jetzt direkt vor der Kamera. Ich mache das mal so, wie Spirit mir das gerade eingibt. Und ja, das ist vielleicht jetzt auch ganz gut, über die Ostertage mal zu sehen, wo ihr steht. Ja, wir gehen jetzt erstmal auf die mentale Ebene der männlichen Energien ein. Sorry, wenn ich nicht ganz so viel rede beim Mischen. Ich bin immer mit Spirit verbunden. Allererstes die Karte Ten of Wands. Man trägt eine schwere Bürde. Ja, also die Zehn der ja, Stäbe. Ne? Also wir sehen ja auch diese Person, die hier sitzt und wie gesagt schwer trägt und diese ganzen Stäbe dabei hat. Und hier hinten geht die Sonne auf, aber man kriegt das gar nicht mit und ist so ein bisschen gebückt. Und ja, wie gesagt, über die mentale Ebene muss das Spirituelle mit dem Weltlichen in irgendeiner Form verbinden. Das ist so ein bisschen Juggling hin und her, ja, wie wir hier auch mit dem Narren sehen, der jetzt hier am Strand unterwegs ist. Und man weiß nicht genau, ob er hier noch irgendwie in den Sand reinfällt. Es sieht auf jeden Fall aus, als ob hier, wie gesagt, einiges an Arbeit ja, zu erledigen ist, was eben das Spirituelle und das Materielle angeht. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass die zwei der Pentakel etwas zeigen, was sich auf der 3D-Ebene materialisieren soll. Und das haben wir jetzt hier durch den Page of Pentacles, also den Prinz oder beziehungsweise den Pagen der Münzen dargestellt. Hier ist die Idee dazu, etwas zu offerieren, ja, mit etwas zu kommen, mit einem Geschenk zu kommen, vielleicht mit einem Gespräch zu kommen, vielleicht mit, ja, je nachdem, also das ist bei jedem ja auch etwas anderes, aber das ist eben, wie gesagt, jetzt der mentale Bereich, wo man sich in irgendeiner Form auf etwas vorbereitet, aber das Ding ist, The Page of Pentacles ist halt die Idee dazu, ja, das ist ja so noch dieses Studentenstadium und bis man sich in Bewegung setzt, kann es halt einfach dauern, ja, aber vielleicht geht es ja auch um die Formierung, ja, von dem, was man eben vorbereiten möchte. Wir schauen auf die emotionale Ebene. Ja, und hier haben wir den König der Pentakel. Ja, das ist jetzt schon, also im Kopf ist man noch, wie gesagt, der Student, im Herzen ist man hier schon ja, als König unterwegs. Das ist also etwas Solides, was offeriert werden soll. Ja, das ist jetzt keiner von diesen, also keine von diesen Energien, wo man schnell reinkommt und schnell irgendwie wieder weg ist, wie so ein Feuerritter zum Beispiel, sondern The King of Pentacles ist wirklich etwas Solides, Langfristiges. Ja, und schaut mal, er schaut sich jetzt hier noch diese Schatzkiste an, die ist offen. Ja, also das glüht und glitzert hier vor sich hin. Und ja, wie gesagt, er schaut sich das Ganze jetzt an und hat auch schon dieses nur Pentakel in der Hand. Also ich glaube, in der Herzensebene ist man sich da schon ein bisschen sicherer, als jetzt, was den Kopf angeht. Schön.
Okay, ja. Also, wir haben The Six of Wands. Das ist eine Karte, die hat mit Sieg zu tun. Ja, also der Ritter reitet siegreich tatsächlich ne, in den Hof beziehungsweise in diese Ritterburg ein. Und ja, auf den meisten Karten wird es eben so dargestellt, dass der Ritter den Kranz für die Königin gewonnen hat und jetzt kommt, um sich den Kuss abzuholen. Das ist wie gesagt eine Karte, die mit Sieg zu tun hat, mit Erfolg zu tun hat, ruhmreich, ja, ne, kommt man an. Und hier haben wir dann eben auch den Knight of Wands, das ist der, von dem ich gerade gesprochen habe, wo eventuell eben die Gefahr besteht, dass der schnell reinkommt, dann aber auch schnell wieder weg ist. Das ist eine sehr feurige Energie. Das ist sehr leidenschaftlich. Ja, hier hat er, wie gesagt, diesen Stab, dieses Ass der Stäbe. Hat hier noch zwar so seinen Harnisch runtergefahren, aber eben auch in der Kombination mit dem König der Pentakel. Ja, ist das etwas, wo die Hoffnung besteht, dass dieser Ritter nicht ganz so schnell wieder verschwindet. Also hier steckt sehr viel Leidenschaft hinter und das ist natürlich auch Action, die hier geschieht. Also die darauf warten, dass jetzt hier in irgendeiner Form etwas passiert in der nächsten Zeit. Wir haben das hier auf der emotionalen Ebene der männlichen Flamme schon liegen. Ja? Also die sind jetzt, was das Emotionale angeht, auf Erfolg gepolt. Aber wie gesagt, im Kopf ist es noch so ein bisschen hin und her und man soll eben auch eine schwere Zeit hinter sich lassen. Ja, die 10 zeigt, dass dieser Zyklus jetzt vielleicht auch endlich mal zu Ende ist, dass man diese Stäbe ablegen kann, diese Bürde ablegen kann. Ja, aber es ist halt noch so in so einem Zwischenstadium auf der mentalen Ebene. Wir gucken auf 3D. Noch auf die dritte. Ja, da ist sie schon. Ja, interessant. Also wir haben die Karte Judgment. Judgment ist die Karte der Auferstehung. Ja. Im Klassischen sieht man ja, die Toten, wie sie aus den Gräbern aufstehen. Erzengel Gabriel kommt, um zum jüngsten Gericht ja, zu blasen und wie gesagt, die Toten aus den Gräbern zu holen, die Seelen auferstehen zu lassen. Das finde ich jetzt sehr interessant, dass das hier, wie gesagt, auf der 3D-Ebene kommt. Und wir haben hier, wie gesagt, diese Engelenergie dabei, die eben dabei hilft, dass jetzt hier die Dinge neu entstehen können. Also wir haben ja jetzt auch Ostern und ne, das passt vielleicht auch ganz gut, einfach so vom Energetischen her, ja, dass ja, man eben neu ins Leben zurückkommt. Natürlich müssen sich die männlichen Energien nochmal damit auseinandersetzen mit der Karte von den 7 der Schwertern. Das ist, ja, für mich fühlt sich das an, als wäre das im Vergangenen gewesen und passiert. Ja, dass man sich so heimlich in die Nacht weggeschlichen hat, vielleicht nicht mehr geantwortet hat oder nicht antworten konnte, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Beweggründe. Ich weiß, dass man immer schnell ins Verurteilen reinfällt und viel über einen Kamm schert, aber das kann halt also ne, von der Kindheit an, ja, wie gesagt, sehr viele verschiedene Beweggründe haben, warum man so ein Verhalten an den Tag legt. Zwei Schwerter lagen auf dem Boden oder liegen auf dem Boden. Das ist auch noch mal so ein bisschen ein Konflikt, der eben auf der ja, im Geistigen stattfindet, was wir hier ja auch vorhin gesehen haben, dass das noch so ein bisschen hin und her jungeln ist. Und vielleicht haben wir hier auch tatsächlich eine Angst davor, ja, dass man das wieder irgendwie versägen und wieder vergeigen könnte. Und hier die Königin der Pentakel, also Divine Feminine, das seid ihr. Ja, hier, ja, diese Scheibe überreicht bekommt, ja, und sich dann irgendwie von dannen macht und vielleicht auch gar nicht in der Lage ist, das Ganze anzunehmen, weil eben hier noch etwas ist, was ausgeheilt werden soll. Okay, ja, und wie gesagt, also diese Angst ist da, dass das halt wieder passiert und dass ne, die männlichen Energien wieder hier reingehen und ja, die weibliche Energie dann da steht und sagt so, hey, was soll das? Ich hab das doch angenommen und irgendwie ne, kommt hier nochmal dasselbe. Ihr habt hier, wie gesagt, jetzt auch diesen Erzengel Gabriel zur Hilfe, der eben kommt, um Energien auszugleichen. Und ja, euch eben auch sagt, Heaven is with you, also der Himmel ist auch dabei.
So, wir gucken jetzt mal, wie die weiblichen Energien gerade gesehen werden. Ja, Four of Wands, ne? Seelenpartnerschaft, das ist eine Karte, die mit Hochzeit zu tun hat, Friedenstrauben, ja, die 11-11 ist mit dabei, man trifft sich, man verabredet sich und das ist, wie gesagt, also diese ultimative Karte, die eben ja, mit Vermählung zu tun hat. Ja, du bist meine Frau, ich möchte jetzt gerne hier irgendwie kommen, habe aber eben auch ja, ein bisschen Angst, dass wir wieder hier reinkommen, das ist vielleicht so eine Art Endlosschleife, vielleicht ist das schon so oft passiert, dass eben da jetzt auch eine ganz tiefe Angst mit drin sitzt, ja, und das kann hier eben auch mit dieser Bürde zusammenhängen, die man einfach trägt, wenn man das so gerne auflösen möchte, aber nicht ganz genau weiß, wie man das jetzt irgendwie veranstalten soll. Ja, also auch die männlichen Energien haben manchmal ja, Ängste. Gucken wir weiter. Also, wie die weiblichen Energien gerade gesehen werden, wir hatten ja gerade hier The Four of Wands, also super schöne Karte. Also, wenn die fällt, kann man sich eigentlich immer freuen. Wir haben Entscheidungen, die jetzt gerade getroffen werden, der große Wagen. Und das ist die Entscheidung, in die Heilung reinzugehen, was auch immer in der Vergangenheit passiert ist. Ja, also, wir haben das schwarze und das weiße Pferd und beide Wege führen nach Rom. Ja, also, man muss teilweise mal so ein bisschen irgendwie sich mit dem schwarzen Pferd auseinandersetzen. Das weiße Pferd kommt jetzt eben, wie gesagt, um diese Heilung einzuleiten und beides ist notwendig, ja, damit man diese Kelche teilen kann miteinander, in diese Soulmate und Twin Flame Geschichte eintauchen kann. Und hier ist, passiert das eine Major Healing. Vielleicht hat das jetzt auch gerade mit dem letzten Mond zu tun, mit dem letzten Vollmond, den hatten wir gestern, dass da ein Shift eingetreten ist. Ja, und die weiblichen Energien halt wirklich in der Lage sind, Dinge aus der Vergangenheit einfach mal loszulassen und den Heilaspekt anzuwenden. Das finde ich sehr schön. Und falls das jetzt noch nicht passiert ist, versucht euch wirklich mal zu fokussieren. Ja, und eure Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was ihr wirklich haben möchtet. Ja, man kann sich halt Tage, Wochen, Monate, Jahre lang auf seine Ängste konzentrieren. Letzten Endes ist es aber auch so, dass wir umwandeln können und auch sollen. Und so wie es aussieht, wird das eben auch gewünscht. Ja. Und die männlichen Energien spüren auch, dass hier jetzt gerade ganz viel Heilung geschehen ist und auch die Entscheidung zur Heilung. Vielleicht ist man noch nicht ganz angekommen, ja, aber man ist auf dem besten Weg dazu. Was möchten die männlichen Energien sagen? Ja, also ne, das kann gut sein, dass jetzt gerade, wie gesagt, der letzte Mond, der hier noch einstrahlt, schlaflose Nächte bereitet hat, Sorgen bereitet hat, Gedanken bereitet hat. Vielleicht saß die weibliche Flamme auch hier und hat geweint und die männlichen Energien haben das mitbekommen. Ja, also die tragen, wie gesagt, auch ihre Bürde. Denen ist bewusst, dass das ne, dieses Verhalten hier auch also zu großem Schmerz geführt hat. Und ja, ich krieg mit, wie es dir geht, auch teilweise. Ja, und ich liege auch nachts wach und kann nicht schlafen und mache mir Gedanken. Ja, das ist halt Overthinking, zu sehr im Kopf unterwegs zu sein. Ja, den eigenen Dämonen auch begegnen. Haltung. Okay, Seven of Wands. Ich krieg das mit, dass du hier stehst. Ja. Ich weiß, dass du zu Hause bist. Ich weiß auch, dass du auf mich wartest, aber du hast hier den Stab in der Hand. Ich komme hier mit meinem Sieg irgendwie an, ja, mit diesem, mit dieser Victory-Karte. Aber ich krieg mit, dass du hier stehst und mich gar nicht irgendwie wirklich reinlassen kannst. Ja, wir haben die Energie von der Königin der Schwerter, die momentan sehr, sehr oft auftaucht. Ja, das ist halt zu sehr im Kopf unterwegs zu sein. Vielleicht ein bisschen kühl, ne? Wie gesagt, vielleicht auch abwehrend, mit Intellekt dran treten, zu sehr im Ego unterwegs zu sein. Und das bitte soll in die Transformation reingehen. Ja, das ist, ne? Hier haben wir ja auch diese Schwerter mit drauf abgebildet. Und man kann sich die Dinge echt zerdenken, Leute. Ja, und versucht, also Liebe ist Liebe, man fühlt das eben übers Herz, ja, da hat der Verstand gar nicht so viel zu suchen und natürlich setzt halt gerade bei Soulmate und Twin Flame Geschichten immer das Ego ein,
und versucht irgendwie alles logisch zu erklären. Aber das ist auch das, wovor die männlichen Flammen Angst haben. Ja, was ist, wenn ich hier mit meiner Geste komme? Das ist auch, warum hier so hin und her gejuggelt wird. Was ist jetzt, wenn ich mit meiner Geste komme? Und wie gesagt, sie kann das gar nicht irgendwie richtig annehmen, weil hier noch ein Abwehrverhalten drin ist. Ja, also ne, denkt da wirklich mal drüber nach, das vielleicht ein bisschen sanfter angehen zu lassen. Okay? Also auch für euch selber. Und das ist vielleicht auch etwas, was in die Heilung reingehen soll, ja, damit ihr euch hier wieder öffnen könnt für diese wundervolle Liebe. Ja, es liegt im Verborgenen. Liegt auf dem Boden, ich hebe sie gleich auf. Ich mache es mir bequem und wenn drei Fallen auf den Boden fallen, dann habe ich das in einem Abwasch erledigt. Lag da auf dem Boden oder liegt auf dem Boden. Im Verborgenen. Okay, so alle drei auf dem Boden. Ja, also wir hatten eine Turmsituation in der Vergangenheit. Der Blitz hat eingeschlagen, ne? Der hallt auch nach. Also das ist auch etwas, was jetzt immer noch in irgendeiner Form präsent ist, sonst wird das auch nicht hier so liegen, wie es liegt. Ja, der Blitz hat eingeschlagen, Spirit hat auch hier gewirkt und ja, in der Vergangenheit gesagt, so Leute, jetzt ist Schluss mit dem Ganzen, ich spreng jetzt hier diesen ganzen Turm, damit man sieht, was wirklich übrig bleibt. Ja, und das ist keine einfache Zeit. Also der Turm ist nicht unbedingt die einfachste Energie, die kommt heftig, die kommt schnell, das ist ma bam, meistens auch sehr unerwartet und ja, da muss man sich halt durcharbeiten. Wir haben hier die Karte der Arbeit mit dazu. Ja? Also hier sitzt jemand und werkelt vor sich hin und gibt sich auch wirklich Mühe, das perfekt zu machen. Ja, und vielleicht ist es halt auch, ja, dass die männlichen Energien, die wollen es perfekt machen und ne, haben dann eben Angst davor, wenn sie nicht perfekt sind, dass es dann hier wieder irgendwie, ja, mal eben kurz ne, einen Spaziergang im Gebüsch gibt, okay? Ja, so von daher, das ist also, ne, hier gibt sich jemand aber auch wirklich Mühe und ne, lernt mit sich selber. Das ist die Karte der Selbstmeisterschaft, die hier liegt. Ja, was eben im Verborgenen ist. Und wir haben die Karte des Hohen Priesters. Das ist eine super Karte. Ja, die zeigt auch, also Spirit ist mit dabei. Hier, ne, das ist die kymische Hochzeit. Ja, dieses praktisch, ich bin mit dir verheiratet. Ich habe dir das vielleicht noch nie irgendwie gesagt, dass ich hier mit dir über die andere Ebene total verbunden bin und habe mich nicht getraut oder bin total getriggert worden und bin scheu gewesen oder habe Masken aufgesetzt, was auch immer. Aber hier ist eine ganz tiefe spirituelle Verbundenheit und der Hohepriester steht auch für die Ehe. Ja, und das ist eine Segnung von Spirit, die jetzt hier mit reinkommt. Und ja, Träume, Feuer, Erde, Wasser und Luft werden miteinander kombiniert und der Hohepriester kommt natürlich hier auch als Lehrer rein und sagt, so, jetzt ne, wurde sich angeschaut, was hier in den Räumen unterwegs ist und ich führe zur Selbstmeisterschaft, zur Selbstmeisterung. Ja, damit man hier ne, wieder in etwas Neues eintreten kann. So, wir gucken jetzt noch, was Spirit dazu sagt. Fliegt schon die erste. Wieder gehängte. Ist aber sweet. So.
Ja, schön hängen geblieben, ja. Gerade in der letzten Zeit, vielleicht hat das auch nochmal mit der Turmsituation zu tun, dass man eben so lange da, ne, ja, wie so ein Stück Mett irgendwie an der Räume kleben bleibt, ja. So lange, bis man es geschnallt hat, so lange, bis die Erleuchtung kommt, so lange, bis man sagen kann, I surrender. Ich lasse das los, was nicht mehr zu mir gehört. Ja, das kann mit allen möglichen Lebensumständen zu tun haben. Aber solange man es nicht geschnallt hat, bleibt man hier hängen. Das gilt für die weiblichen und für die männlichen Energien. Ja, das ist nicht nur immer so, dass die männlichen Energien irgendwie sich hier voll schwer tun, sondern die weiblichen Energien haben das auch. Ja, wir sehen ja auch hier Abwehrhaltung, ja, aus der Vergangenheit heraus. Ja, ich weiß, dass du hier irgendwie kommen möchtest und ne, siegreich mich mit dem weißen Pferd abholen willst, aber ich habe hier auch ne, das ein oder andere durchlebt und was sehr schwierig gewesen ist und was mich eben dazu bewogen hat, jetzt hier zu stehen, zu sagen, nee, ich lasse dich nicht rein, obwohl ich das total gerne möchte. Ja, wie gesagt, und das ist auch eine Aufgabe mit im Gehängten und auch ja, die Entscheidung eben dazu, die Dinge in die Heilung reinzuführen. Ja, das, wie die weibliche Flamme gesehen wird, das ist also, ne, sehr, sehr stark. Wir haben The Ten of Cups. Ja, das ist das, was Spirit sagt. Das ist halt echt nur zwei Schwäne. Vielleicht seht ihr jetzt am Wochenende auch Schwäne. Vielleicht auch schon mit kleinen Babyschwänen dazu. Das ist ein sehr schönes Krafttier. Also wenn die zu zweit auftauchen, dann ist das so eine Art Unionzeichen, auch wenn man Doppelregenbogen sieht. Also es gibt ein paar Anzeichen für Union, die sich eben manifestieren. Die 10 der Kelche ist die ultimative emotionale Erfüllung. Ja, und sobald man sich hier aus dem Gehängten, ja, und der vielleicht jetzt noch ein bisschen wirkt, sonst würde der nicht auftauchen. Ja, aber schaut mal, hier hinten ist auch schon so ein freier Himmel und eigentlich na, sieht der jetzt nicht so angestrengt aus. Ja, das ist, wie gesagt, man muss halt manchmal auch eine andere Perspektive einnehmen, um Erleuchtung zu bekommen. Und das ist das, wo man sich jetzt hinarbeitet, zusammen in die Ten of Cups rein. Also, ne, tatsächlich, wie gesagt, dieses ultimative, schöne Zusammensein. Forever. Einfach. Ja, ohne dass neue irgendwelche Störfaktoren von außen da sind, weil man das im Vorfeld aufgeräumt hat. Stärke. Also beide sollen an ihrer Stärke arbeiten. Ja, und vielleicht nochmal die Schattenseiten anschauen und daraus eben Stärke gewinnen. Das ist eine sehr schöne Karte, die auch mit dem Yin und Yang verbunden ist. Und, ne, schaut mal die Holde Maid, wie schön sie hier mit dem Löwen, ja, geht. Und ne, das ist auch eine Energie, die für die männlichen Energien gilt. Ja, wie gesagt, für beide in die Stärke, in die Kraft reinkommen. Okay, um dann hier in diese Two of Cups einzutauchen. Ja, es ist ein Soulmate. Twin Flame Verbindung, zwei Delfine. Dann, die können auch wichtig sein als Krafttiere. Ich habe ja gerade von den Schwänen gesprochen. Spirit sagt jetzt auch schon wieder ganz geil, 2-2, also das, was jetzt hier auftaucht. Ja, dazu muss man aber, wie gesagt, das ein oder andere eben loslassen. Und dazu gehören eben auch die eigenen Ängste. Hier haben wir auch zwei Tauben mit drauf, okay, zwei Weiße, die na, auch nochmal so eine Ankündigung sind in diese Richtung, na, dass sich das jetzt in diese Richtung reinbewegt. Es gibt aber noch das ein oder andere zu heilen, okay. So, jetzt schauen wir mal eben kurz, wo habe ich denn hier die Love Karten? Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Hier. So, mischen wir davon nochmal. Ich brauche gar keinen Sport zu machen, weil ich mich beim Mischen immer so viel bücken muss auf den Boden, dass ich da auch schon total durchtrainiert bin. Ja, sweet. Also wir haben einmal Healing Family Issues. Ja, das Liebesleben wird davon Benefit tragen, wenn den Eltern vergeben wird. Ja, es kann also durchaus sein, dass das ein oder andere Muster aus der Kindheit mitgenommen wurde. Sowas hier zum Beispiel. Ja, weil nie Mut zugesprochen wurde. Ja, weil vielleicht immer irgendwie ne, einem gesagt wird, man ist nicht gut genug. Also männliche Energien tragen sowas auch mit sich rum, ja, auch wenn die vielleicht nach außen oder für uns sowieso die schönsten sind und ne, da viel Liebe da ist, aber die leiden eben auch unter Unsicherheit und das kann eben sein, dass sich hier ein Muster aus der Kindheit
ja, übertragen hat und dass man sich immer irgendwie davongeschlichen hat, ja, weil man irgendwie gemobbt wurde oder zu unsicher gewesen ist, sich einfach mal zu präsentieren und zu zeigen. Sowas kann dahinter stecken. Ja, ich habe gesagt, es gibt immer ganz viele verschiedene Beweggründe. Es gibt natürlich auch bei den weiblichen Energien bestimmt das ein oder andere aus der Kindheit, wo es darum geht, den Eltern zu vergeben, was auch immer da passiert ist. Ja? Und das muss jetzt nicht irgendwie eine totale Horror gewesen sein. Manchmal gibt es kleine Nebensätze, ja, die so tief sitzen, dass man da als Erwachsener dran knabbert und die einfach den Glaubenssatz, was sich selber angeht, ja, also negativ beeinflusst haben. Ja? Und da gilt es vielleicht jetzt tatsächlich, ja, hier eben auch, ne, gerade an die Weiblichen, auch diese Entscheidung zu treffen, das jetzt echt mal aufzulösen und mal hier in diese Kraft vom Stern reinzukommen. Guck mal, wie schön sie ist und hier vor sich hinglitzert und diese Kelche in der Hand hat und sagt, ja, Gold, Silber und jetzt, ne, kommt hier noch ein bisschen Glitter mit rein und ich entscheide mich jetzt dafür, mich hier auf meine Union zu konzentrieren. Und das ist eben auch das, was die männlichen Energien mitbekommen. Da kommt jetzt richtig was in Fahrt in der nächsten Zeit. Ja, und das könnt ihr eben, wie gesagt, dazu noch unterstützend nehmen als männliche und als weibliche Energien. Und wir haben die Karte True Love. Das ist die Romanze des Lebens. Und nicht nur diesen Lebens, sondern seit ganz, 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 ganz vielen Leben. Ihr seid verabredet. Wir haben Spirit mit dabei, hier als kleiner Cupido oder als Engelchen dargestellt. Da sollt ihr hin. Und da wollen beide hin. Ja, das ist diese Sehnsucht, die beide nacheinander haben. Und ich freue mich immer so sehr, wenn diese Karte fällt, weil die so schön ist. Ja, wir haben hier auch so ein bisschen griechische Zeit mit drauf, ne, obwohl die Säule irgendwie ein bisschen ägyptisch aussieht. Also wie auch immer. Und ja, ihr habt euch verabredet dazu. Ja, und selbst wenn es mal irgendwie ein etwas dunkleres Kapitel gibt, heißt das noch lange nicht, dass das Buch irgendwie fertig ist und zu Ende ist, sondern dass man eben auch eine andere Seite aufschlagen kann. Und das ist auch das, wozu ihr jetzt aufgefordert werdet. Ja, einfach mal die Seite umschlagen und sagen, okay, alles klar, ich habe jetzt hier was ganz Großes geheilt, wir haben den Turm hinter uns gebracht, die Energien gleichen sich jetzt so nach und nach ein bisschen aus. Das ist auch nicht schlimm, wenn man zwischendurch mal hier reinkommt. Das ist auch nicht schlimm, wenn man zwischendurch mal hier reinkommt. Wichtig ist aber, das zu erkennen und das dann in die Heilung reinzubringen, anstatt sich so von seinem Schatten irgendwie übermannen zu lassen. Ja, sonst kann man da nämlich auch schön ewig drin hängen bleiben. Und das ist das, was erkannt werden soll. Erkennt, ja. Das ist okay, wenn es mal zwischendurch einen Tag gibt, wo man einfach sagt, so, boah, nee, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, ich gehe jetzt, ja. Das kriegen natürlich die männlichen Energien auch mit und die schleichen sich dann auch irgendwie davon. Wichtig ist aber, dass man dann irgendwann an diesen Punkt kommt und eben auch diese Entscheidung trifft, das Ganze in die Heilung reinzubringen und mal aus diesem Gehängten hier rauszukommen und in die Erleuchtung reinzugehen. Das mag nicht immer einfach sein, ja, aber es wird sich lohnen letzten Endes, weil das die Liebe des Lebens ist. Ja, und ob das jetzt irgendwie noch einen Tag dauert oder einen Monat oder ein Jahr, das ist letzten Endes scheißegal, weil das ist eine Liebesgeschichte, die geht in die Ewigkeit. Die kommt aus der Ewigkeit und die geht in die Ewigkeit. Ja. Und deswegen, wie gesagt, es mag zwischendurch mal ein dunkles Kapitel geben. Vielleicht gibt es auch irgendwie ne, Menschen von außen, die sich einmischen, entweder durch Familie oder ne, eine Frau oder ein Mann oder Kinder oder Arbeit oder der Teufel, der dann kommt. Ja, aber das, wie gesagt, ne, ihr könnt alles meistern. This too shall pass. Okay, ja. Und jetzt geht wieder hier hin, weil ne, beide möchten das. Das ist jetzt keiner, der hier alleine irgendwie steht. Und wie gesagt, wir sehen auch, dass die männlichen Energien, die arbeiten sich jetzt darauf zu. Das ist natürlich auch Unsicherheit mit drin. Ja, wie auch die weibliche Energie reagiert, ob sie irgendwie das annimmt und sich dann umdreht und sagt so, Dankeschön, ich bin jetzt irgendwie mal unterwegs und ne, ja, renne hier alleine über die Felder. Ja, weil eben diese Abwehr auch da ist. Aber ne, werdet euch bewusst darüber. Ja, und je bewusster man sich ist, und das ist der Ascending-Prozess. Je bewusster man sich seiner eigenen Muster ist, desto besser könnt ihr in die Heilung reingehen. Ja, und es ist auch, ne, also wenn man sagt, ja, meine Kindheit war so und so, und das ist in Ordnung, das ist okay. Aber lasst doch das nicht irgendwie euer Leben manipulieren. Das ist super wichtig, da, wie gesagt, diesen Heilaspekt einfach anzusetzen. Meine Lieben, ich wünsche euch frohe Ostern mit allem, was dazugehört und ganz viel Liebe vom ganzen Herzen und bis bald. Bye bye.